Gerissene Tiere, fassungslose Bauern. Die bayerische Wolfsverordnung ist gerade Mittelpunkt vieler Debatten. Wölfe sollen einfacher vergrämt oder geschossen werden, um Landwirten zu helfen. Der Freistaat stellt sich damit gegen Ampelregierung und EU. Denn die neue Verordnung ist nach Ansicht einiger Gutachter möglicherweise nicht mit Bundes- und EU-Gesetzen vereinbar. Also wir erwarten hier, dass der Bund endlich seiner Verantwortung gerecht wird, Umweltministerin Lemke und Agrarminister Özdemir, und sagen, jawohl, der Wolf ist in Deutschland nicht mehr vom Aussterben bedroht, er hat einen günstigen Erhaltungszustand. Aufgrund dessen erlauben wir Entnahmen, erlauben wir Abschüsse. Der Freistaat will mehr Abschüsse. Grund dafür, Abstandsregelungen und Bedrohungen werden jetzt anders eingestuft. Auffällige Wölfe, also solche, die vermutlich Nutztiere gerissen haben, sollen künftig bejagt werden. Der Bund Naturschutz klagt dagegen. So wurden beispielsweise viele Flächen in Tallagen für nicht schützbar erklärt. Die Beurteilung der Schützbarkeit von Flächen muss aber objektiven und nachvollziehbaren Kriterien folgen. Sie ist kein Wunschkonzert, um die Meinung der Staatsregierung durchzusetzen, dass der Wolf nicht nach Bayern gehört. Die letzte Wolfsverordnung wurde vom Verwaltungsgerichtshof für nichtig erklärt. Eine neue wird vorbereitet, inhaltlich unverändert. Der Bund Naturschutz hat deshalb bereits eine neue Klage angekündigt.